Maniacs vs. Team Tor Q. Etwas Asiatisches gehaucht, wie es aussieht. Deswegen haben wir versucht, etwas Asiatisches an Musik zu finden. Ist nicht immer so einfach, immer das Passende, weil irgendwie immer jedes Spiel hat auch seinen eigenen Soundtrack. Also bis jetzt habe ich, glaube ich, nichts doppelt. Nicht, dass ich wüsste. Ich versuche es. Aber eigentlich fühle ich mir schon, dass ich so eine kleine Auswahl an Soundtracks habe, aber ich versuche es einfach weiterhin. Das ist immer einzigartig. Oh, Level Up, nice. Einzigartig ist und der erste Kettenschuss. Nice. Zumindest endlich mal ein Kettenschuss. Oh, ist das der erste? Ich weiß es nicht. Nein, sie blocken. Machen die. Okay, es macht nur ein Übernachtungsfest. Okay. Er sollte aber trotzdem drin sein. Aber 180 ist schon ordentlich. Oh no, das war keine Absicht. Viel zu leicht. Aber wir haben eigentlich auf Plasma Ball ein Level Up. Sehr nice. Also versuchen wir es noch einmal. Und diesmal mit Ballistenbomber. Let's go. 160. Ah, du kannst schon wieder Übernachtungsfestung einsetzen. Ja, okay, diesmal ist es geblockt. Ja, ist okay. So, dann gucken wir mal, ob wir hier durchkommen. Ja, das tun wir. Da können wir jetzt Sturmbezwinger einsetzen. Und kaputt. Fast 460 ist angekommen. Nice. Spitze! Manchmal haben sie auch ihre Momente, ne? Das war keine Absicht. Schlecht. Sie sagt einfach nur schlecht. Wir sind so schlecht. Also Q-Welt hat auf jeden Fall einen Kampfgeist. So viel ist sicher. Ah ja, Jung. Manchmal ist es schnell, manchmal nicht. Das ist echt gut. Yeah, jetzt haben wir V3 bekommen. Wunderbar. Und auch Zeit. Göttliche Weisheit plus 2 könnte auch kommen. Da hätte ich auch nichts gegen. Meinst du hältst das mit deinem Popo auf? Eine göttliche Weisheit? Ich glaube nicht. Juhu, der ist drin! Oh no, das war keine Absicht. Der Schwert der Gerechtigkeit. Ob der Kampfgas rausholt? Ich hab keine Ahnung, warum das so ist, aber. Ist es bei euch auch so? Oder ist es jetzt nur bei mir so? Könnte ja so sein. So, 500! Ja, der ist drin. Das war keine Absicht. Gesetz der Stärke. 4-0 haben wir schon.
Mein Gott. Geht echt schnell. Geht ja echt schnell. Was machst du, Luftikus? Oh, wir kriegen so einen Crit. Frostwelle. Könnte faulen. Aber vielleicht hätte ich ja Glück. Ja, passt. So, dann laufen wir, mein Freund. Oh, knapp 300. Nicht schlecht. Ja. Der ist nicht schlecht. Tor erzielt, Tor erzielt. Ja, 5-0 haben wir schon mal. Die erste Halbzeit ist auch fast vorbei. Jung. Wie das aus? Wenn es so schnell geht. So, erstmal Plasma Ball. Kommt ein Blocker. Der kann immer noch Wasser blocken. Hör auf! Hör auf damit! So haben wir nicht gewettet. Aber irgendwie passt der Turm zu ihr, ne? Wenn sie so böse noch ihn hinten anguckt. Siehst du, wie unterlegen du bist? Die Kraft der Engel wird dich vernichten. So ungefähr. Aha. Oh, ich könnte eigentlich auch mal wieder was nutzen, ne? Was könnten wir nutzen? Pegasus? Ach, warum nicht? Hast du nicht die Dame? Ja, die schwarze Dame hast du. Ah, guck mal, so viel. So viel habe ich noch gewusst. Ja, die Kampfgeister könnten wir reinholen und schon holen. Tatsächlich, also die, die wir schon kennen. So von den ganzen Schachfiguren zum Beispiel. Also das wäre noch eine Möglichkeit. Aber ich frage mich, welches hole ich auf? Geil spielen könnte. Weil es gibt natürlich nichts Engelhaftiges. Also nicht, dass ich wüsste. Gibt es nicht irgendwie den weißen Falken? Vielleicht den. Vielleicht ein weißer Falken. Ist hier vielleicht auch Wind? Ich weiß es nicht. Hier, die Schneeeule macht keinen Sinn. Das ist Abwehr. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht nehmen wir irgendeinen Alien Soul oder so. Erstmal ein paar Souls haben. Ah, guck mal. Da können wir noch einmal Panther Crescendo nutzen. Bevor der Kampfgeist weg ist. Ha! Dachtest du wirklich, ich würde es so machen? Von wegen! Ich gehe auf Ballistenbomber! Ja, ich will ihn leveln, deswegen.
macht nur 160. Das ist schon wenig. Das könnt ihr behalten. Und das tut er auch. Wie das aussieht, ey. Wie kommt man auf die Idee, es Fänger im Rücken zu nennen, wenn ihr das mit dem Po-Backen hält? Hätten sie doch irgendwie Po-Knife oder so nennen können, die Attacke. Das würde, glaube ich, passender passen als Fänger im Rücken. Gut, er fängt quasi in den Po-Backen. Aber so Fänger im Rücken, weiß ich nicht so. Ist komisch, aber naja. Da kann man nichts machen. Wir müssen es so hinnehmen, wie es ist. So, jetzt haben wir die Zeit ablaufen lassen. 5-0 ist ja schon gesichert. Du kommst an mir nicht vorbei, Freundchen. Ich habe einen Eislaufblock. Oh, Staubschaffer gewonnen. Ganz ehrlich, das haben sie doch vom tasmanischen Teufel. Die Attacke. Moment. Du, hol mal Berserker raus. Ja, bei dem wird aber auch noch ausgetauscht. Was will der mit einer Wald? Obwohl Sturm. Können wir eigentlich. Moment, wie hießen die denn? Oh, da gab es doch noch einen, der doch Sturmbramme hat, ne? Könnte nicht. Oh mein Gott, was für ein Crit ist das denn? Vielleicht könnte man das nehmen. Eventuell. Naja, es wird sich noch einiges ändern, was das angeht. Wenn ein Kampfgeist haben. Nice! Spiel, Satz und Sieg! So, eine Mannschaft kommt noch. Hurra, endlich. Dann haben wir die Tour auch endlich durch und können auch die letzten Truhen öffnen. Nice. So, Mist, wir haben verloren. Ihr seid gar nicht schlecht. Was für ein Kompliment. Windrad und Polreflektor hat er gelernt. Okay. Ja, damit kann ich eigentlich leben. Das können wir ihm eigentlich schon beibringen. War Polreflektor eigentlich nicht neutral? Ich meine, das war mal neutral, aber okay, jetzt scheint das wohl eine Waldtechnik zu sein. Ich könnte mich aber auch irren, aber ich glaube, das war mal eine Neutraltechnik. Aber egal. Gut. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Gefallen? Wenn ja, lasst es mich in den Kommentaren wissen und wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Spielmatch wieder. Also, bis dann!